So, und bevor dieses Video jetzt hier losgeht, möchte ich nochmal ein paar Worte an euch richten. Das Ganze hat nicht so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und zwar war die große Idee dahinter gewesen, passend zum Halloween-Flair den Retro-Look eines alten Röhrenfernsehers zu simulieren, wieder zu erstellen. Deswegen habe ich eine alte Kamera genommen, einen alten Camcorder von mir, der es dann nicht so ganz hinbekommen hat mit der Belichtung und dem Greenscreen, was in der Nachbearbeitung für wirkliche Probleme gesorgt hat. Ich hoffe, ansonsten ist das Video trotzdem irgendwie anschaubar. Das mit dem Ton habe ich auch versucht, ein bisschen mehr auf Oldschool zu trimmen. Es war mehr ein Experiment gewesen, das Video. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und jetzt viel Spaß. Des Weiteren möchte ich euch hier noch den Kanal von Duplo Games empfehlen, der gerade dabei ist, Sport und Gaming mit seiner Liegestütz-Challenge und Crash Bandicoot zu kombinieren. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und damit herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal nicht unbedingt um das Thema Spiele, sondern um, ihr seht es ja schon, Resident Evil, speziell um die Filme. Denn wir bekommen in nächster Zeit einiges an Resident Evil Content geliefert und ich dachte, wir quatschen mal ein bisschen darüber. Habe jetzt hier mal alles aufgestellt, was ich eben so selber als Resident Evil Fan hier besitze. Da sind eben jetzt die Filme, die Real-Life-Filme von Wes Anderson hier, über die wir dann mal quatschen werden. Hier haben wir dann die Animationsfilme noch. Auch ganz wichtig für mich sind die Bücher, die ich mir jetzt neu zugelegt habe. Hier sieht man es noch am Lesezeichen. Ich bin gerade beim ersten Teil, so ungefähr bei der Hälfte. Denk aber mal, ich kann mir da schon so eine kleine Meinung bilden. Und was ihr jetzt aber nicht seht, ist, weil ich habe das mit der Kamera irgendwie ein bisschen blöd gelöst, beziehungsweise habe ich den gesamten Tisch vollgestellt. Unter diesem Tisch, unter dieser Glasplatte hier, befinden sich alle meine Resident Evil Spiele. Das sind so, ja, ich glaube um die 36, die ich als physisch daheim habe, also auf CD. Ich habe auch noch andere Versionen mir als Downloads zugelegt, habe fast alle Spiele durchgezockt. Das sind, glaube ich, nur drei Stück, die ich nicht durchgespielt hatte. Einfach aufgrund dessen, dass ich schon wusste, wie sie ausgehen. Ja. Ich würde sagen, wir gliedern das ganze Video hier in verschiedene Parts, bevor wir nämlich dann zum großen Hauptthema kommen. Das ist nämlich hier der große Resident Evil Reboot, worauf ich mich tierisch gefreut habe, worüber ich mich tierisch gefreut habe, der nämlich nun in die Kinos kommen soll. Und ich bin der Meinung, wir quatschen mal ein bisschen über kommende Projekte von Resident Evil, über meine persönlichen Anekdoten zu Resident Evil und einfach darüber, was ich mir für die Zukunft so erwarte. Denn wir bekommen jetzt ja in gar nicht allzu ferner Zukunft Resident Evil 8 geliefert. Wir bekommen zwei Netflix-Serien zu Resident Evil geliefert. Einmal eben eine Real-Life-Serie und eben einmal eine Animationsserie. Und zu guter Letzt bekommen wir dann, ich schätze mal, es wird 2022, vielleicht sogar 2023 werden, das noch sehr, sehr, sehr im sehr frühen Stadium sich befindet, die Resident Evil Reboot-Filme, die sich wohl mit Teil 1 und Teil 2 beschäftigen sollen. Und ich würde jetzt sagen, nach dem Intro starten wir einfach mal durch und beginnen einen kleinen Talk. Bis gleich. Scheißleiser! Ich fange das Ganze einfach mal mit einer schönen Anekdote von mir an, wie ich zu Resident Evil gekommen bin. Ich war damals, ich muss überlegen, wann Resident Evil 3 auf den Markt gekommen ist. Irgendwo haben wir ihn doch auch hier liegen. Das hier ist jetzt die GameCube-Variante vom Spiel. Ich habe auch vom zweiten Teil nur die GameCube-Variante. Das sind quasi die gleichen Spiele wie eben auch auf der PlayStation 1. Es wird gemunkelt, dass hier ein paar Grafikveränderungen vorgenommen wurden, wovon ich nichts erkennen konnte. Und hier sehen wir jetzt, das Spiel kam raus 1999. Ja, das heißt, damals war ich 9 Jahre alt und bin mit diesem Spiel in Berührung gekommen, mit dem dritten Teil, da ich bei einem Kollegen übernachtet habe und ja, der Vater von dem Kollegen hat nachts Resident Evil 3 in seine PlayStation geworfen und angefangen zu zocken.
Und wir haben dann einfach heimlich durch die Tür durchgelunst. Und ich erinnere mich noch dran, dass es war, glaube ich, die Anfangsszene des Spiels, in der die Zombies die Stadt überrennen, die hat sich bei mir eingebrannt. So, und das war dann eben meine erste Begegnung mit Resident Evil. Und ich fand das so ein bisschen faszinierend, eben auch dieses beklemmende Gefühl, weil man ja auch schon sieht, dass diese Zombies eigentlich sehr langsam sind, aber dennoch so eine Bedrohung und alles war so düster und relativ horrorlastig, gerade für mich eben als Neunjährigen aufgebaut. Kurz darauf hat sich dann mein Kollege, dessen Vater eben das Spiel gezockt hat, den ersten und den zweiten Teil zugelegt, beziehungsweise glaube ich einfach nur von seinem Vater ausgeliehen, unbewussterweise, und hat sie in seiner Konsole weitergespielt und in der Schule immer nur davon erzählt, wie toll diese Spiele wären und alles drum und dran. Und ich bin damals mit Resident Evil 4 so erst so richtig in Berührung gekommen. So, jetzt wird hier nebendran gebohrt. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr. Natürlich muss genau jetzt gebohrt werden. Egal. Mein persönlicher erster Kontakt mit Resident Evil, wo ich persönlich mal mitgezockt hatte, war tatsächlich zuerst Resident Evil Outbreak 1 und 2. Quasi hat mir ein Kollege damals drei Spiele ausgeliehen und gesagt, ey, wenn du eins davon haben willst, dann kannst du es mir gerne abkaufen. Und das waren gewesen Resident Evil Outbreak 1 und 2 und Dead Aim. Das waren so meine drei ersten Versuche, mal irgendwie in das Genre reinzukommen. Mit Outbreak bin ich gar nicht warm geworden, weil das einfach für mich verdammt schwierig gewesen ist. Und deswegen hatte ich da auch nicht so meinen Spaß mit. Heutzutage muss ich sagen, Outbreak ist für mich mit eines der geilsten, ja, Doppelteiler von Resident Evil. Also ich mag die Spiele wirklich verdammt gerne. Und Dead Aim fand ich damals schon so unheimlich, weil man eben alleine auf diesem Schiff ist und ich mag dieses Horror-Schiff-Setting. Und auch dieses Gemisch aus Third Person und eben Railgun-Shooter, das man sich da irgendwie überlegt hat. Das heißt, ihr lauft erst ganz normal als Third-Person-Figur über das Schiff. Wenn ihr dann eben schießt, bleibt ihr automatisch stehen und es switcht alles in diese Railgun-Position um. Ich habe mich dann damals eben für Dead Aim entschieden. Das habe ich dann eben auch meinem Kollegen abgekauft. Wollte daraufhin aber auch mal ein Resident Evil-Spiel besitzen, das sich anfühlt wie die Originale mit der festen Cam. Dann kam allerdings Resident Evil 4 dazwischen und ich habe mir das Spiel gekauft und war damit der Erste in meiner Klasse, der es wirklich gezockt hat. Das war so dann mein erstes richtiges Spiel, das ich mir selbst zugelegt habe quasi, war Dead Aim gewesen. Dann habe ich weitergemacht mit Resident Evil 4 und dann kamen alle anderen Teile nach und nach. Ja, der einzige Teil, der mir heute eben noch fehlt, ist der erste Teil für die PlayStation 1. Ich habe zwar das Remake da, hätte aber auch gerne das Original, nur das hätte ich sehr gerne in Uncut. Und ich finde es nirgendwo in Uncut, vielleicht kann mir einer von euch dabei sogar helfen. Ich glaube allerdings, dass es da nur die japanische Version gibt, die komplett unzensiert ist. Naja, ja, das war also so meine Anekdote zu den Spielen, ja, zu den Filmen von Wes Anderson. Da bin ich immer erst sehr spät drauf gekommen, hier mit Alice. Ich denke mal, die meisten werden die Filme auch kennen. Die haben sogar eine recht große Fanbase. Allerdings bin ich der Meinung, das sind Leute, die wirklich, ja, auf eher Transformers-Popcorn-artiges Kino abfahren und die Spiele nicht kennen, weil das hat wirklich so gut wie nichts mit Resident Evil zu tun, bis auf eben, dass hier ein paar Namen gedroppt werden. Und ich finde auch, dass die Reihe perfektes Beispiel dafür ist, wie Filme zu spielen enden, wenn die Spiele nicht verstanden werden. Und das ist eben hier, gibt es zum Beispiel eine neue Figur, die nennt sich Alice. Ja, die hat sehr viel Kritik auch abbekommen, weil sie eben schon sehr plump ist. Sie hat diese Terminator-lastigen Dialoge, die eben einfach nur, ja, cool rüberkommen sollen, aber dann doch einfach nur nerven. Und ich sag ganz ehrlich, es liegt zum Teil auch an ihr, dass diese Filme so schrecklich sind. Liegt aber auch eben daran, dass es nichts mit Resident Evil zu tun hat. Wir fangen einfach mal mit Teil 1 an, arbeiten uns dann durch. Ich habe jetzt hier nur 4 Teile liegen, weil ich mir die anderen beiden dann nur mal über Amazon ausgeliehen habe. Teil 1 hat damit begonnen, dass wir Alice erstmal kennenlernen. Sie wacht im Herrenhaus auf, das auch sehr stark an das Herrenhaus in Resident Evil 1 erinnert. Der Unterschied ist nur, dass wir in Resident Evil 1 einen Mythos aufgebaut bekommen im Spiel. Nämlich, wir befinden uns in einer Spezialeinheit, die eine verschollene Spezialeinheitgruppe suchen soll, die ja zu einer Mission unterwegs waren, irgendwo am Rande eines Waldes und nie wieder zurückgekommen sind. Und dann sind wir eben auf der Suche nach diesem Team
und finden nun einen abgestürzten Helikopter wieder vor. Kurz danach werden wir von untoten Hunden angegriffen, flüchten uns in eine Villa, finden heraus, dass dort überall Untote herumlaufen, seltsame Rätsel sind, wir finden eigenartige Briefe, die die Geschichte ein bisschen mehr vorantreiben. Wir haben noch nicht das ganze große Ganze verstanden. Und irgendwann finden wir dann heraus, dass unter der Villa drunter ein unterirdisches Labor existiert, in dem mit Viren geforscht wurde. So. Auf einmal macht das alles schon wesentlich mehr Sinn. Resident Evil Logik hin oder her mit den ganzen Rätseln. Das ist eine Sache. Aber plötzlich haben wir so eine runde Geschichte. Plötzlich wissen wir, aha, da ist irgendwas passiert. In diesem Labor ist ein Unfall passiert. Irgendwas ging da vor sich. Der Film lässt diesen Mythos komplett aus. Wir befinden uns bereits in den ersten 5 Minuten im Untergrundlabor. Und es wird sofort klar, auch für Zuschauer, die Filme nicht kannten, dass, naja, ein Unfall passiert ist. Wo der Virus herkommt, ist, glaube ich, sogar die Einleitung von dem Film, ist das Intro. Das heißt, diese mysteriöse Frage, wo kommt das überhaupt alles her? Was sind das für Monster? Die stellt sich in den Filmen leider nie. In Teil 2 haben sie dann versucht, Resident Evil 3 und 2, also eben die Spiele, zu verwursten, haben aber meiner Meinung nach nur Nemesis eingeführt, der das irgendwie miteinander kombinieren soll, und Nemesis liefert sich dann Faustkämpfe mit der Samurai Alice. Das ist wirklich, das ist ein Trauerspiel. Was dann danach passiert, fand ich zum Beispiel wieder sehr interessant, denn danach erschien, ich weiß gar nicht mehr genau, wann der rausgekommen ist, ich werde es hier mal einblenden, Resident Evil Extinction. Und den fand ich persönlich wieder richtig stark. Obwohl er sich komplett von der Spielreihe abgeschottet hat. Ich bin der Meinung, hätte man ihn einfach nur nicht Resident Evil genannt, wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Denn hier geht es nämlich darum, dass nach der Zerstörung von Raccoon City plötzlich die gesamte Welt von dem Zombie-Virus befallen wurde und quasi die ganze Welt einfach vernichtet wurde. Überall laufen nur noch Untote rum und es gibt kaum noch Überlebende. In den Spielen ist es nie so weit gekommen, in den Filmen hat man es relativ schnell dann ebenso umgesetzt. Mir hat Teil 3 relativ gut gefallen, weil er einfach versucht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, ich mochte dann die Tatsache überhaupt nicht, dass Alice plötzlich Mewtwo-ähnliche Kräfte entwickelt hat und Telekinese attacken konnte. Ja, auch das ganze Klon-Szenario, was sie nur auf die Spitze treiben in den darauf folgenden Teilen, war überhaupt nicht meins. Und ja. Resident Evil Afterlife bringt dann eine neue Zombie-Gruppe mit sich, die wir nie erklärt bekommen. In den Filmen wird es so dargestellt, als wären die Zombies mutiert oder weiterentwickelt, was aber Quatsch ist. In Teil 4 haben wir es nämlich nicht mehr mit den normalen Zombies zu tun, die durch den C-Virus entstanden sind, sondern mit den sogenannten Ouroboros oder auch den Las Plagas. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie hier versucht haben. Für mich sieht es mehr aus wie die Ouroboros aus dem 5. Resident Evil Spiel. Und das sind einfach nicht die normalen Zombies. Die normalen Zombies werden durch den T-Virus eben kreiert. Der T-Virus schafft es, totes Gewebe, tote Körper wieder zu reaktivieren, dass sie eben die Zombies werden. Und die Ouroboros bzw. die Las Plagas sind Parasiten, die den menschlichen Körper steuern. Und das ist eben ein Riesenunterschied, der hier nie erklärt wurde. Es gibt Charaktere, die einfach aus dem Nichts heraus verschwinden. Zum Beispiel lernen wir in Afterlife Chris Redfield kennen, der vom Schauspieler Wentworth Miller verkörpert wird. Und ich habe rein gar nichts gegen Miller. Ich mochte ihn auch in Prison Break, aber als Chris Redfield war er für mich das war für mich nicht der Charakter von Chris. Er hat weder die Charakterzüge von ihm rübergebracht, das Äußerliche wird auch nicht wirklich. Also das war zur Zeit, als er eben ja gerade mit Prison Break relativ bekannt war, hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, ey, den bringen wir jetzt nochmal da rein, damit die ganzen Fangirls sagen, toll, guck mal, da ist ja Wentworth Miller. Und das war wahrscheinlich der einzige Grund. Auf jeden Fall haben wir dann eben Chris verkörpert durch Miller und der verschwindet einfach nach dem Film und wir erfahren auch nicht, wo er hin ist. Er ist einfach mal weg. Genauso passiert das dann im späteren Verlauf nochmal mit Leon und ganz vielen anderen Figuren. Wir sehen dann irgendwie, dass plötzlich der Fanservice ganz groß eine Rolle spielt, denn in Resident Evil Afterlife haben wir dann auf einmal auch den Executor aus Resident Evil 5, den ich ganz cool fand, der aber einfach ja auch wieder mal ohne Erklärung da rumgelatscht ist. Wir bekommen in den Filmen, in den Spielen auch nicht wirklich Erklärung, was es mit dem auf sich hat oder. Aber es gibt Andeutungen, es gibt Sachen, die man hätte in die Filme mit einarbeiten können, definitiv.
dann sehen wir plötzlich eine Claire Redfield, die das Amulett an der Brust hat, das im 5. Resident Evil Spiel eigentlich Jill trägt. Das ist auch nicht weiter schlimm, dass sie jetzt eben dafür Claire genommen haben. Nur, dass sie dieses Amulett einfach nur eingebaut haben, um irgendwie wieder Fanservice zu bringen. Denn im Spiel passiert das Ganze anders. Im Spiel lernen wir eine Kapuzengestalt kennen in Form einer Frau, die sich später eben als Jill herausstellt, die wir ja laut Anfang, laut Intro von Resident Evil 5 als tot hätten halten sollen, die einfach tot geglaubt war. Und später sehen wir eben dann nochmal, wie Wesker und Jill und Chris gegeneinander kämpfen. Und Wesker und Jill fallen beide die Villa herunter in den Abgrund, aber Chris kann ihre Leichen nicht finden. Und dann kann man sich schon denken, okay, Jill ist noch am Leben. Da gibt es dann eben ganz viele Theorien, bis dann später rauskommt, okay, die maskierte Gestalt ist wirklich Jill Valentine, die noch am Leben ist, aber eben unter Weskers Kontrolle steht, eben wegen diesem Medaillon. Das heißt, dieses Medaillon ist irgendwie präsent oder der Mythos darüber ist präsent, relativ lange im Spiel. Im Film taucht Alistair in Alaska auf, findet dann Claire, die beiden kämpfen kurz, sie reißt das Amulett ab und das war es dann auch schon gewesen. Es war einfach nur mal, um das Ganze kurz einzuführen, ist mir eben zu wenig. Und dann kommen wir auch dann zum nächsten Teil, wie gesagt, den Retribution habe ich hier nicht mal mehr liegen, weil mir das dann viel zu blöd war. Ich habe von dem Trailer, habe ich mir so viel erhofft. Im eigentlichen Trailer ging es nämlich, da ist ganz kuriose Sachen passiert, zum Beispiel haben wir plötzlich Charaktere wieder gesehen, die eigentlich längst gestorben sind, und dann hat Ada zu Alice so einen Satz gesagt, von wegen, alle Erinnerungen, die du hast, wurden dir nur eingepflanzt. Und in meinem Kopf war das einfach direkt so ein Wow, gehen sie jetzt wirklich den Weg und sagen, alles vorher ist überhaupt nicht passiert, sondern war nur eine Einbildung von Alice, oder sagen sie vielleicht auch, ey, nur Teil 1 und Teil 2 sind passiert und die anderen beiden Teile, in denen die Welt komplett in der Apokalypse versunken sind, sind so nie passiert. Damit hätten sie einfach zwei Teile aus der Kanon-Story rausstreichen können, in Anführungszeichen, während sie doch noch drin waren, weil sie eben Einbildungen waren. Hätte man sie trotzdem noch für das Ganze akzeptieren können, für das ganze Universum. Aber Pustekuchen, mit den Erinnerungen, die eingepflanzt waren, wurde lediglich gemeint, dass Alice ganz zu Beginn des Films kurz eine Einbildung hat, dass sie eine Tochter hat und irgendwie mit Carlos verheiratet ist. Und das war eben die Erinnerung, die gefaked war. Alle anderen sind wieder mal Klone, weil jetzt kommen Klone nämlich komplett überall vor. Es sind jetzt, ja, Klone sind eigentlich präsenter als die eigentlichen Untoten. Und ein weiterer Satz, den ich damals auch noch sehr cool fand, war, dass Wesker plötzlich sagt, wir haben New York übernommen, Moskau, Tokio. Das ist der Anfang vom Ende. Und dann zeigen sie auch wirklich diese Städte im Trailer. Und das war auch wieder ein Hinweis, wo ich mir gedacht habe, die Welt ist nicht im Arsch. Die Welt ist nicht komplett mit Zombies voll. Wesker hat die Welt übernommen und Alice war einfach nur ausgeschaltet. So war es dann aber auch nicht, sondern Wesker hat unter der Erde Miniaturstädte nachgebaut, quasi wie einzelne Sets. Das heißt, du rennst dann von Tokio nach Moskau über. Und ja, das war es dann. Es ging um Klone und Miniaturstädte. Und plötzlich haben wir nicht nur einen Executor, wir haben jetzt zwei Executor und einen Leon S. Kennedy, der ja so aussieht. Der Schauspieler an sich ist nicht mehr verkehrt. Ich habe mich auch mal über den ein bisschen informiert. Aber das ist einfach nicht der Leon S. Kennedy. Gut, danach haben sie dann das Final Chapter ins Leben gerufen und haben dann wirklich sich anscheinend gedacht, jetzt scheißen wir auf alles. Plötzlich hat nahezu jede Figur gefehlt, bis auf Alice, die noch da war. Wir haben einen totgeglaubten Charakter aus Teil 3 wiederbekommen. Einen Bösewicht, den auch viele als Jorah aus Game of Thrones kennen. Der war auch mal wieder da. Es wurde, glaube ich, sogar erklärt, warum er wieder da war. Warum war er wieder da? Er war ein Klon. Natürlich. Es gibt jetzt ja überall Klone. Und das Final Chapter, das letzte Kapitel, hat ein offenes Ende. Da fragt man sich natürlich, was denkt man sich bei sowas? Naja, wie auch immer, Final Chapter ist auf jeden Fall schon 2016 in den Kinos gelaufen und wir haben jetzt quasi eine Zeitspanne gehabt von 2002, als der erste Teil im Kino gekommen ist, bis 2017 oder 16. 2017 kam dann das Finale oder ja, Final Chapter.
in die Kinos und hat das Ganze ungewollt beendet, will ich behaupten. Denn das Final Chapter hat ein offenes Ende, definitiv, auch wenn das der Final Chapter heißt. Aber es wird kein neuer Teil mehr kommen. Stattdessen bekommen wir jetzt die Reboots. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Serie rund um Alice nicht doch beendet wird. Durch eine Serie, die wir zuvor angekündigt bekommen haben. Nämlich eine Resident Evil Serie, die sich um die Wesker-Zwillinge handelt. Ich weiß nicht mehr, ob es Zwillinge waren, es waren auf jeden Fall Geschwister. Die Story soll wohl so aufgebaut sein, dass wir zwei verschiedene Geschichtsstränge haben in zwei verschiedenen Zeitlinien. Einmal eine Zeitlinie, in der die Welt von Zombies überrannt wurde bereits, wie in den Wes Anderson Filmen. Und einmal eine Zeitlinie, in der die Wesker-Kinder versuchen oder nach und nach herausfinden, was ihr Vater damit zu tun hat. Das alles hört sich für mich sehr stark danach an, dass sie hiermit versuchen, die Alice-Filme auch noch zu Ende zu bringen, zumal es auch von denselben, vom selben Filmstudio produziert wird und wir es hier wieder mit einer globalen Apokalypse zu tun haben, die so eben in den Spielen niemals aufgetaucht ist. Von mir aus gerne, ob es jetzt mein Fall wird, kann ich nicht sagen. Beendet das von mir aus. Ich kann es auch nicht leiden, wenn man dann irgendeine Serie einfach dann mal so lose, ja, da lässt, nur weil halt irgendein Teil mal gefloppt ist. Die Filme wurden eben mit der Zeit, ja, von schlecht wurden sie ein bisschen besser und sind dann wieder in den tiefen Keller der Hölle runtergesunken mit Final Chapter. Der war echt scheiße. Aber okay, macht's halt noch zu Ende. Ich würde mich drüber freuen, tatsächlich. Würde es auch nicht schlecht finden. Beendet das Ganze einfach mal. Hier haben wir dann die Animationsserien. Ich habe jetzt hier eben auch nur zwei Stück davon rumlegen. Die anderen habe ich mir digital zugelegt. Und ich muss sagen, die machen mir persönlich wesentlich mehr Spaß, weil hier eben die Charaktere wesentlich besser getroffen sind. Weil das Ganze eben auch animiert ist, deswegen kann ich mich da ein bisschen mehr reinfühlen. Und vor allem, weil die Teile eben im Kanon der Spiele mit eingeflochten sind. Das gefällt mir echt gut. Hier wird jetzt nicht irgendwie großartig was erklärt, was man bräuchte, um die Spiele zu verstehen, aber es erweitert das Universum doch so ein bisschen. Da gab es auch viele Kritiken, dass das zu actiongeladen wäre. Aber ich sag ganz ehrlich, ab Resident Evil 4 oder sogar ab dem dritten Teil vielleicht schon, haben wir wesentlich actiongeladenere Filme, Spiele bekommen, als man eigentlich erwartet hätte, weil Resident Evil wirklich als Survival-Horror angefangen hat. Und wenn man Resident Evil 6 sich mal anguckt, das ist eine schlechte Umsetzung eines möchtegern-Horror-Action-lastigen Uncharted mit bestimmten Call-of-Duty-Anleihen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Danach haben wir jetzt eben noch kurz und knapp die Bücher stehen. Dazu kann ich jetzt gar nicht allzu viel sagen und allzu weit ausholen. Da kommt nochmal ein Video, wenn ich mit allen durch bin. Ich habe jetzt Teil 1 ungefähr bis zur Hälfte gelesen und muss sagen, hier haben wir wirklich eine perfekte Buchvorlage für Filme. Und das sage ich jetzt einfach mal, weil natürlich auch das Reboot angekündigt wurde. Für mich ist es kein Reboot, für mich sind es jetzt die ersten richtigen Resident Evil Filme. Es wurden schon die Charaktere bekannt gegeben, es wurde der Cast bekannt gegeben, es wurde bekannt gegeben, dass sich die ersten beiden Filme um Teil 1 und eben um Teil 2 der Spiele auch handeln sollen. Das heißt, hier wird nichts irgendwie vermischt, wie jetzt in den alten Teilen. Teil 1 soll wohl das erste Spiel behandeln, Teil 2 wohl das zweite Spiel. Und wenn da ein Erfolg draus wird, gehe ich davon aus, dass man das Ganze noch weiter ausbauen wird. Und jetzt kommen wir mal zu dem Resident Evil Reboot. Denn wir haben ein paar Charaktere, die wir einfach auch schon mal aufgelistet bekommen haben, auf die ich mal ein bisschen eingehen möchte. Wir haben nämlich einmal Claire Redfield bereits gecastet von Carina Smith aus Fluch der Karibik 5, wer sie kennt, ihr richtiger Name ist, Kaya Scodelario, das tut mir leid, wenn ich manche Namen nicht richtig ausspreche, die haben aber auch manchmal seltsame Namen. Jill Valentine ist bekannt laut meiner Info hier aus Ant-Man and the Wasp, ich weiß nicht, ob sie damals den Antagonisten oder die Antagonistin gespielt hat, das könnte gut sein, muss ich nochmal in Erfahrung bringen. Mitgespielt von Hannah John Kamen, dem das was sagt, kann damit vielleicht wesentlich mehr anfangen. Wir haben jetzt Chris Redfield, und da muss ich ein bisschen lachen, denn der wird von Robbie Amell verkörpert und den kennt man zum Beispiel aktuell aus der Serie Upload, die ich verdammt gut fand. Ich finde den Typen auch sauwitzig.
In der Rolle von Chris Redfield muss er natürlich dann beweisen, dass er auch ernstere Rollen spielen kann. Wir haben Albert Wesker gespielt von Tom Hopper, bekannt aus der Umbrella Academy, habe ich nie gesehen leider. Dann bekannt aus Zombieland 2 ist Evan Yogiya, es tut mir echt leid. Ich hätte mir da mal vorher vielleicht mal gucken sollen, wie man die Namen richtig ausspricht. Ihr habt auf jeden Fall hier ein Bild auch zu dem Cast von Leon S. Kennedy und dann eben noch William Birkin, der von Neil McDonough verkörpert wird. Und allein der Cast hat mich ja letztens schon so ein bisschen aufgerüttelt, weil der wirklich total zerrissen wurde. Also da wurden Kritiken angebracht, die ich überhaupt gar nicht verstehen kann. Da wurden aber auch Bildervergleiche dann irgendwie dargestellt. Gerade bei Chris Redfield, der zwischen Resident Evil 1 und 5 wohl irgendwie eine Anabolika-Kur durchgemacht hat. Und dann, ja, man vergleicht jetzt aber einfach den Schauspieler, der Chris aus Teil 1 spielen soll, mit Chris aus dem Spiel, wie er eben in Teil 5 ausgesehen hat. Und sagt dann eben, dass das ein Fehlcast wäre. Und das finde ich totalen Quatsch, weil Chris hat einfach früher genau so ausgesehen. Und ich habe jetzt hier auch mal ein paar Bilder eingeblendet, um die Figuren miteinander mal zu vergleichen. Und das passt schon irgendwie verdammt gut. Wo ich mir nur Gedanken gemacht habe, war eben der Schauspieler, der Leon S. Kennedy verkörpern sollte, weil für mich ist Leon immer dieser typische Proto-Ami gewesen mit blonden, glatten, ja, perfekten Haaren. Der Schauspieler wirkt ein bisschen mehr Richtung Mexikaner und hat einfach schwarze Haare tatsächlich. Da war ich ein bisschen skeptisch. Jetzt habe ich allerdings hier mal ein Vergleichsbild für euch zwischen dem neuen Leon aus dem Remake von Resident Evil 2 und eben dem Schauspieler und muss sagen, da passt das doch schon mit den Gesichtszügen. Und auch hier hat Leon eine andere Haarfarbe. Nicht dieses heftige Blond wie in Teil 4, sondern er hat natürlich auch wieder das dunklere Blond oder schon fast Braun, wie im Original zweiten Teil auch und eben halt auch im Remake. Da würde das eventuell passen. Und dann habe ich dann für euch noch ein riesiges Highlight-Bild, das ich jetzt mal hier einblenden will. So könnte ein Cover aussehen, so könnten die Figuren wirklich aussehen in den neuen Resident Evil Filmen und ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Ja, soviel zum Thema Cast, dass der nicht passen würde teilweise. Es gab wirklich Kritiken an Leon S. Kennedy, die ich selber auch hatte, die jetzt komplett verflogen sind und eben an Claire Redfield. Nein. Und eben an Chris Redfield, der aufgrund seiner Statur als nicht passend geoutet wurde und wie gesagt, das ist einfach falsch. Chris war zu Beginn der Serie ja genau so in Form. Später eben die Anabolika-Kur haben wir dann erst ab Teil 5 bekommen und ja, auch wenn es nicht so wäre, ich meine, es gibt glaube ich keine Figur in Resident Evil, die so oft anders aussah als Chris. Ich meine nicht von den Klamotten her, ich meine vom Gesicht her. Ja, der sah in Teil 7 sah er ja gar nicht mehr aus wie Chris, jetzt in Teil 8 sieht er wieder aus wie Chris aus Teil 6, nur älter. Man hat da irgendwie die Charaktermodelle nicht so ganz festgelegt, habe ich das Gefühl. Was ich mir jetzt von den Filmen hier allerdings erwarte, ist ganz einfach, dass man versucht, vielleicht ein bisschen das Buch umzusetzen, das nämlich verdammt gut geschrieben ist. In dem Buch wird das Spiel nahezu 1:1 eben als Roman beschrieben. Wird aber auch ein bisschen aufgearbeitet. Das heißt, wir erleben das Gespräch mit ganz am Anfang des Briefing des Bravo-Teams, bevor es eben zu der Mission losfliegt. Wir lernen dann Wesker kennen, wir lernen Jill kennen, wir lernen quasi auch Charaktere kennen wie Kenneth, die im Spiel relativ schnell einen Abgang machen. Und es wird ein bisschen weiter ausgearbeitet, eben auch die Beziehung zwischen Chris und Claire, die wir in den Spielen ja so gut zwischen Chris und Jill, die wir in den Spielen so gut wie gar nicht hatten, weil wir entweder oder spielen mussten, gab es das eben nicht. Hier wird das Ganze anders gehandhabt. Hier hat man eben beide Figuren zeitgleich in der Story. Und ja, sagen wir jetzt mal so, Chris macht quasi den Anfang, trifft auf einen der ersten Zombies, verläuft sich dann und Jill läuft dann hinterher, will ihn dann suchen. Und hier hat man eben immer so einen Zeitsprung, hier hat man eben immer einen Charaktersprung von Chris zurück zu Jill und es wird wesentlich mehr beschrieben, wie die beiden zueinander stehen, auch dass Jill
ja, Chris total attraktiv findet und sowas. Das kommt in der Serie, zumindest in den Spielen, ja nie so rüber. Das wäre zum einen eine super geile Vorlage für die Filme. Zum Beispiel auch daher, dass diese Bücher, die ich jetzt hier stehen habe, das sind nicht Resident Evil 1, 2, 3 und 4. Wir haben hier einmal Resident Evil 1, dann haben wir dann hier die Todeszone, das müsste Teil 2 sein, genau. Und dann haben wir hier eben erst die Raccoon City Geschichte. Das Tor zur Unterwelt sollte auch noch Raccoon City sein und der Band, der danach kommt, den ich noch nicht besitze, der nennt sich erst Resident Evil Nemesis. Also wir sehen jetzt hier, dass die ganze Raccoon City Geschichte wohl ein riesiger Umfang an Büchern ist. Und ja, ob sie das dann eben als Vorlage nehmen, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Was ich mir allerdings auch noch wünschen würde, dass sie vielleicht auf das Drehbuch von George Romero zurückgreifen, der leider jetzt keine weiteren Drehbücher mehr schreiben kann, da er verstorben ist, aber es gab ein Drehbuch zum ersten Spiel. Das Drehbuch könnt ihr auch nachlesen, ich verlinke das mal unten in der Beschreibung, auch mal ein Video dann dazu. Und das Drehbuch wurde damals ausgewiesen oder beziehungsweise nicht verfilmt, da Hollywood oder eben die Produzenten der jetzigen Filme der Meinung waren, das wäre zu nah am Spiel dran. Zu nah am Spiel dran ist dann auch wieder natürlich, ja, eine ganz schlechte Aussage dafür, dass man jetzt was gemacht hat, was komplett abseits des gesamten Spiels ist und auch eben nicht verstanden hat, worum es in Resident Evil wirklich geht in den Games. Das ist wie der Assassin's Creed Film. Warum kauft man sich Assassin's Creed als Spiel? Damit man ins Mittelalter, im Mittelalter spielen kann, damit man in Rom spielen kann, damit wir in Ägypten spielen können oder jetzt in Norwegen wird es, glaube ich, sein, die neue Wikinger-Geschichte. Was macht der Film? Spielt großteils in der Realität. Das ist nicht der Grund, warum man diese Spiele so mag und damit ist das Ganze nicht verstanden. Und ich wünsche mir einfach, dass der neue Regisseur versteht, was Resident Evil wirklich ausgemacht hat. Er kann meiner Meinung nach wirklich damit auch mehrere Genres bedienen, da die ersten zwei Spiele auch mehr Richtung Horror gehen. Ab Teil 3 wird es dann eben actionlastiger. Und wenn er echt so weit gehen sollte, um das Ganze bis zu Teil 6, 7 und 8 zu verfilmen, wenn es wirklich gut läuft, ja, hat er eigentlich alle Freiheiten, die er dafür braucht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich tierisch auf die Filme. Und mehr kann ich dazu auch erstmal nicht genau sagen, eigentlich. Sobald ich neue News habe, werde ich da vielleicht nochmal ein neues Video drüber machen. Ansonsten habt einfach mal den Kanal von Andreas Sperling im Visier, nämlich Games. Und verlinke ich euch auch mal ganz zum Schluss hier in einem der Infocards. Und das war's dann auch erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich habe euch nicht zu viel mit Resident Evil Stuff belästigt. Also dann, schönes Halloween, wir sehen uns. Wir haben jetzt hier ein paar Charaktere. Denn wir haben jetzt hier ein